Herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal. Okay, da bin ich wieder. Die Zeit ist vorbei. Es soll ja ein bisschen weitergehen auf meinem Kanal. Gut, ich bin noch nicht ganz fit, bin eigentlich ja, noch nicht arbeitstüchtig, aber hier geht es Gott sei Dank bis hin. Die Beweglichkeit ist wieder da. Auch hier vorne wird es langsam besser. Nur ja, die Kraft, da muss ich noch ein bisschen schonen beim rechten Arm. Das dauert noch ein paar Wochen. Hauptsache, hier wird es jetzt nach und nach besser. Wie gesagt, ich habe hier so eine kleine Operation gehabt, hier am Unterarm für den Nerv. Und da war ich dann erstmal jetzt der 14. Tag quasi ruhig gestellt. Und jetzt mache ich mittlerweile meine Physiotherapie. Heute gibt es nur ein paar Ausblicke, ein paar ja, Ansagen für die nächste Zeit. Und dementsprechend wird das Video wahrscheinlich nicht allzu lang werden. Auf jeden Fall war letzte Woche die Spiele in Essen. Ja, neuer Lizenznehmer, weiß ich nicht. Habe ich nichts mitbekommen irgendwie, ob da jemand ja, die Lizenz übernehmen wird. Vielleicht Pegasus, keine Ahnung. Da möchte ich erstmal auch nichts sagen, bis irgendwas Offizielles hier ja, im Raum steht. Jetzt zum Aufnahmezeitpunkt ist mir noch nichts bekannt. Das heißt, ich habe mich aber auch noch nicht so intensiv damit beschäftigt. Was cool war, die ganzen Fotos, die ihr jetzt gepostet habt bei Facebook und Co. gepostet. Also nicht schlecht, was man da zu sehen bekommen hat. Von der MacFest Germany, vom Catalyst Games, vom Sci-Fi Trailer. Da ist man schon echt neidisch, dass man da nicht sein kann. Na gut, selber schuld, wenn man Operationen und Physiotherapie so hinlegt. Ich habe ja eh gesagt, ich kann eh nicht kommen, weil meine Frau schließlich auch noch Geburtstag hatte. Das wäre dann etwas ungünstig, wenn man zum Geburtstag der eigenen Frau verschwindet. Ja? Was mir auch extrem gut gefallen hat bei der Spiel in Essen, das war abends der Videostream von Hippie for One oder Mike Saunus, je nachdem, wie ihr ihn kennt. Den hat die MacFest Germany abends noch veranstaltet. Sie haben sich da quasi nach dem Spiel nochmal getroffen mit Brendel and Bills und einfach weiß gar nicht mehr, wie der andere schon wieder hieß. Immer diese, naja, schlechte Vorbereitung. War auf jeden Fall richtig cool, mal ein bisschen zuzuschauen, wie der gealpha-streikt wurde. Die Clans haben gewonnen, lang lebe die Clans. Und ja, die eine oder andere Info kam wohl rüber, aber ich habe es halt eh nicht so verstanden, weil mein Englisch, naja gut, für ein paar Broken reicht es, aber so fiesend ist es echt schwierig für mich. War auf jeden Fall toll, es wurde auch schön mit gepostet und gechattet, also war sehr interessant, also echt, das haben die wirklich gut gemacht. Ich frage mich auch, was die für ein Mikrofon genommen haben. Das war super. Da muss ich mal Mike anfragen, weil das wäre ja was Interessantes auch für mich. Ja, ein paar kleine Sachen möchte ich gerne noch ansagen. Zum Beispiel hier vom Philipp Lohmann. Er hat jetzt wieder dieses Podcast-Wichteln, was er macht. Das ist, da ist die Idee dahinter, dass jetzt immer unterschiedliche Creator sich quasi bei ihm melden. Die bekommen dann ein Thema zugelost und mit so ein paar Eckdaten und sollen dazu dann ein Video machen. Ich selber werde das nicht machen. Ich glaube, da bin ich nicht so ganz so firm oder ja, so gut, um das sowas umzusetzen. Wer da mitmachen möchte von euch, wer vielleicht hier auch ein Creator ist, Podcast, der Battlepod zum Beispiel, ne, kann sich bei ihm ruhig melden. Den Link zu der Adresse zu der Seite oder zur Teilnahmeseite, den mache ich euch dann unten mit in die Beschreibung rein. Also, das war mir wichtig, das mal ein bisschen zu promoten, weil er unterstützt mich ja auch regelmäßig und das ist echt cool. Der Kerl oder der Typ, es ist echt cool. Aber was erzähle ich denn heute für Mist? Wie üblich halt, ne? Ja, ja, gut. Ich schneide halt nicht so viel raus und nehme auch nicht 10.000 Mal auf. Wo wir jetzt beim Thema Wichteln waren, auch auf unserem Discord-Server, gibt es ja die Runde mit dem Mac-Wichteln. Die da groß angekündigt ist, wurde auch erstellt als separater Post. Also Leute, wenn ihr da mitmachen wollt, wenn ihr gut bemalen könnt, na, was heißt gut, aber so, dass derjenige, für den ihr die Miniatur bemalt, sich auch ja, darüber freuen kann. Also ich weiß nicht, ob ich da unbedingt mitmachen sollte. Meine Künste gehen vielleicht, aber sind nicht so toll, dass man sagen muss, kann man wieder mitmachen. Ich bin ja jetzt auch eh vorsichtig. Ich weiß nicht, wie in nächster Zeit mein Bemalen und Basteln so geht mit meiner rechten Kralle. Ich hoffe ja, dass, wie gesagt, ich zu Felix komme, so weit fit bin, dass ich kommen kann. Und naja, gut, das kriegen wir schon irgendwie hin. So, da melden, mitmachen, macht bestimmt auch Spaß. So, die Felix-Con hatte ich ja mehr oder weniger schon erwähnt. Die ist vom 26. bis 29.10. Da bin ich dann auch dabei. Werd aber wahrscheinlich am 29. relativ zeitig fahren, so Mittag rum oder
irgendwann um 1 oder um 2, weiß ich jetzt noch gar nicht. Das ist halt ein bisschen von der Strecke her ein bisschen blöd, die ich da habe. Ja, Haufen Baustellen wahrscheinlich. Na, schauen wir mal. So, da, ja, wie gesagt, da sehen wir uns dann zu einer Runde Battletech, Hardware und was auch immer ihr da machen wollt. CAV ist mit dabei, Override, das möchte ich mir auch sehr gerne mal anschauen. Und ja, viele Chapter Fights, ja, diesen Trashcan-Event. Ja, bei diesem Turnier mache ich dann auch mal mit. Ich glaube, die erste Runde werde ich vielleicht auch gar nicht überstehen, aber ich wollte es mal mitmachen. Ist eine super Idee. Ihr sucht quasi für euren Gegner die Mechs aus. Ihr habt dann quasi die Liste, müsst dann reinschreiben: Runde 1 kriegt er den Mech, Runde 2 den Mech. Das ist dann schon vorgegeben aus eurer Liste. Da bin ich auch sehr gespannt, was da passiert. Dann am 4. November findet die KlingenCon statt. Da könnt ihr auch mal fix vorbeischauen. Eine Woche nach der PhoenixCon. Das geht jetzt hier peu à peu. Und wir hätten dann noch in Köln am 18. November ja, das Battletech Community Turnier. Auch da, ja, mitmachen lohnt sich. Tja, und wer sich wundert, hat der jetzt immer nur noch ein und dasselbe T-Shirt an oder Shirt. Ja, das ist jetzt so gewesen, dass ich heute richtig Bock hatte, mal zum Aufnehmen. Ich hatte da zwei, drei Ideen, die habe ich dann mit durchgezogen und ständig was Neues anziehen. Na, das mache ich lieber nicht. Das ist auch ein bisschen blöd, nur so. Also, nee, ich habe es dann so gelassen, also nicht wundern. Das war heute mal so ein Drehtag und wenn man dann so gerade Ideen hat, kann man das abarbeiten und ich habe dann auch ein bisschen Ruhe, ein bisschen Luft, weil ich habe jetzt demnächst wieder. Doch, meine Checktermine bei diversen Ärzten. Werdet nicht alt, Leute, bleibt jung. Und natürlich noch die Physiotherapie nebenbei laufen. Dementsprechend, ja, geht es dann auch weiter. Nächste Woche plane ich dann noch was hier. Diese große Kiste hier hinten. Da ist was versteckt. Und zwar die, ja, zu Hextech nochmal, die Straßen. Der eine oder andere hat die bereits auf der, ja, auf das Spiel in Essen entdecken können. Vielleicht habt ihr die euch auch schon gekauft. Ich habe das hier mal ausprobiert. Bin eigentlich sehr happy darüber. Muss mich nur ein bisschen ja, besser anstellen. da weiß ich nicht, was ich da gemacht habe. Ich habe ein bisschen komisch gebaut gehabt. Wer ist? Oh, mehr verrate ich euch jetzt erst einmal nicht. Okay, was bleibt mir da noch zu sagen? Ein bisschen Hardware kommt natürlich auch noch. Da bin ich noch ein bisschen hinterher. Habt ihr auch schon mal eine Idee gehabt? Das Video kommt auch. Und ich glaube, ich werde Hardware mit auf den Hauptkanal mit rüberziehen. Da könnt ihr dann dort auch noch mal Hardware finden. Also nicht wundern, wenn es da mal im Wald auf Ulrich Kerensky, meine Welt, dann mit erscheint. Ja. Und das war es dann schon wieder für heute. Ich sage Dankeschön, dass ihr hier gewesen seid. Wieso gucke ich gerne so ständig meine Macs an? Stimmt da was nicht? Nein, alles in Ordnung. Das war's dann soweit für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Wir sehen uns bald wieder auf diesem Kanal. Und vielleicht sehe ich den einen oder anderen zur PhoenixCon in Hohe Geis. Hohe Geis. Mensch, Schluss jetzt hier. Also, tschüss, Leute.